Ich kann nicht mehr mitnehmen, ne? Ich kann nur zwei Lagen Zucker wegbringen. Zwei Lagen? Ja, dritte Lage geht nicht. Okay. Ja, Achso, du kannst ja schon mal anfangen mit Mähen. Denk dran, dass wir Stroh brauchen. Hat ja, Gerd ja. Stroh? Ja. Ja, dann denk an die Strohablage. Was ich immer noch nicht verstanden habe, wieso gibt es hier keinen Roggen? Roggen ist ein völlig gängiges Getreide. Geh mal dösen, liebe Sonja. Und dös nicht zu lange, sonst kommst du spät zur Arbeit. Der Mähdrescher, ja, das ist wirklich der Anfangsmähdrescher. Ja, wir haben ja von eigens designte Mähdrescher. Aber dadurch, dass wir wirklich nicht unbedingt zwangsläufig... Ah, ich bin mitten umgekippt. Mit dem Traktor. Mit deinem Traktor umgekippt. Natürlich mit meinem Traktor, ne? Das ist... Ey. Sag jetzt nicht. Ey. Warum kippst du mit meinem Traktor? Ich weiß es nicht, warum. Naja, ist er wieder kaputt. Das Problem ist, dass ich den nicht hingestellt kriege. Oh. Ich krieg den nicht Ich guck da gleich mal nach mit dem Gewächshaus. Also, das wäre noch die einzige Möglichkeit, dass ich das irgendwie so auch direkt kaufe, weil das ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Geht's? Ja, ja, hab hingekriegt. Aber dein Traktor schafft den Anhänger nicht, das ist auch ein Ding, ne? Ja, der hat ja auch nicht so viel PS. Nee, überhaupt, dass der so leicht mit dem Anhänger umkippt. Meiner kippt, glaube ich, nicht so leicht. Ja, wenn der so voll ist, kippt der sowieso relativ leicht, finde ich. Ich habe jetzt gerade die Manu gemacht. Ja, dann haben wir auch schon Stroh für unsere Tiere, ne? Ja. Silage haben wir, Grasrollen haben wir. Ja, wir haben alles. Also wir sind komplett. Und jetzt ist das Feld auch frei, dass du den Kuhstall setzen kannst. Ja, ich mache das nachher glatt. Mhm. Und ja, dann... Weißt du noch, wie es ging? Ich glaube schon. Die Sonja, lieber Nico, muss heute Nacht noch arbeiten. Die macht die Döste immer noch ein bisschen, bevor sie los muss. So. Aha, also Andrina gleich Manu. Was? Ja, nee. Das liegt am Trecker. Natürlich. Dass Manu so schlecht fährt, liegt am Trecker, nicht an Manu. Ja. Genau. Da kannst du jetzt nichts zu sagen, ne? Nee. Dann gleich den Wind. Gleich den Wind aus dem Segel genommen. Ich war gerade total gebafft. Das war ein Kompliment. Ja, ja, ich war ganz, also ganz irritiert. Ganz verstört. Echt völlig verstört. Total verstört, sie hat ein Kompliment bekommen. Voll geil. Oh Mann, ey. Was machst du da? Ernten. Ja, aber doch nicht wahr. Ja, egal. Es ging nicht anders. Natürlich. War dazu gezwungen, es so zu machen. Natürlich. Ja. Ist das da drüben auch reif? Ich glaube schon, oder? Sieht so aus. Der Raps? Nee, der Raps ist ja nicht reif, wenn er gelb ist. Der muss doch dann bräunlich sein, oder? Welches meinst du denn? Ja, das ist doch der Raps da drüben, oder nicht? Das ist Raps. Ja, der ist noch nicht fertig. Weil wenn der gelb ist, ist er nicht fertig. Haben wir doch gelernt schon. Ja, der ist gelb, ne? Das Feld ist sowieso total verhunzt. Was steht hier eigentlich alles für ein Tille? Zimmer! Oh. Ja, was? Ich muss Platz haben hier. Kann so nicht arbeiten. Puh. Schau mal auf den Kontostand. Ui, Baumwolle oder bist du das mit dem Zucker? Zucker, 32.200. Ja, vor allen Dingen steht da schon wieder jede Menge. Vorgewendet würde helfen. Ja, das ist mein Gedanke gewesen, Sergio. Das will ich ja. War ich doch dabei. War dabei. Ja, wozu gibt es Vorgewendet? Das erzählen wir mal. Ja, aber ja, hier ist schon eins. Also da. Neben mir. Links.
Nun ja, sagen wir mal, die gute Chefin gibt den Angestellten immer einen guten Trecker. Sie durfte sich ihren Trecker sogar aussuchen, lieber Sigi. Sie hat sich ihren Trecker aussuchen dürfen und wenn sie dann nachher ihren richtigen Trecker sich kaufen kann, ja, dann wird er sogar farblich angepasst. Ja. Aber so weit sind wir noch nicht. Immer one after the other. Ja, nee, so weit sind wir nicht. Ja, das ist doch hier ein Vorgewende, ihr Lieben. Ich war nur da vorne noch nicht ganz durch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich lese Chat, ich gucke auf mein Aufnahmeprogramm, ob alles läuft, auf mein Streamingprogramm. Ja. Und wäre fast beinahe gegen den Laternenfall gefahren. Aber ja, soll ich dir sagen, so, was der Unterschied zwischen dir und mir ist? Was? Dass du dich nicht darum gewickelt hast. Ich bin nur fast. Dagegen. Ich lese länger. Lerne lesen und schreiben. Warte, du bist so. Separé! Schon wieder? Es hat ja nicht lange gedauert. Stunde, acht Minuten. Stunde, acht Minuten, schon wieder separé. Aber ich nehme Philipp mit, das weißt du, ne? Nix da. Ja, ja, ja. Philipp stellt sich vor mir, also manchmal. Gar nicht in Frage. Ich komm mit, siehst du? Hab ich doch gesagt. Die Paris ist schon lange nicht mehr nur zu zweit, das weißt du doch. Ja. Nein, nein. Ja, wo bist du? Ich bin schon fast voll hier. Ich habe gerade 32.000 Flocken eingefahren. Ich weiß gar nicht, was du möchtest. Sehr gut. Und ich stehe vor Manu. Genau. Ja. Sigi. Finde ich gut, Sigi. Finde ich klasse. Ach, nichts, schon gut. Ich sag schon nichts mehr. Aber wir können das ja auch direkt ins Silo packen gleich, ne? Direkt ins Silo packen? Ja, hier die Gerste. Willst du nicht ballen? Was? Ach so, ja, die Gerste, ja. Ich dachte, die wollten die Ballen nicht ballen machen. Ja, nee, die Ballen, die brauchen wir. Die brauchen wir für unsere Küchen. Ach ja. So, Zucker habe ich den Rest aufgeladen. Jetzt hole ich die Ballenpresse. Wir müssen nur den Zucker, glaube ich, gleich nochmal wegziehen. Muss ich gleich gucken. Ist das hier unsere Ballenpresse? Ja, ne? Das Motte. Hier ist mehr auf dem Hof, Ruf, das weißt du, ne? Ja, das kleine Teil. Ups, jetzt hätte ich beinahe die Minion verloren, ey. Beinahe, das tut dir auch so leid, ne? Ja, fast. Ah, du guckst auf dem Handy? Ah, okay. Ballengröße 125, oder? Ja, oh, ich bin voll. Okay. Du sollst nicht trinken bei der Arbeit. So. Nico, im Separé möchtest du nicht dabei sein. Glaub's mir. Nee, hoch, 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 hoch. So. Automatisch ablegen da. Ballengröße, Ballenpresse an. 125, ja, was? Denken, ja, ja. Denken. Muss ja erstmal das hier wegmachen, was du auf dem Weg verteilt hast. Wie soll ich denn jetzt da an das Silo drankommen, bitte? Sie ist warm. Warte, ich nehm die weg, warte doch! Höre, Mimimi ist groß in dir. Ey, wo schüttet er denn? Hast du das gesehen? Er hat da Dings hingeschüttet, da. Was, wo hingeschüttet? Ja, das, da hat er Korn verloren, oder hab ich irgendwie... Ja, dann mach das doch erst auf, wenn du da bist. Ja, wo, was auf? Den Arm. Arm ab. So, jetzt. Ach, in die Schaufel. Da steht die Schaufel da auch. Die muss weg. Die hat Philipp dahingestellt. Philipp! Geht so nicht. Unglaublich. Wir haben jetzt Lust. Orense.
Forense. Wie heißt das? Forense? Kommt mir so. Oh, Jana, ich will auch eine Badewanne. Oh ja. Jana, ich nehme auch eine. Ja, schmeiß Badewanne. Mal den Mann da raus, ich gehe da rein. Ja, Badewanne, ne? Oh. Mein Rücken. Ja. Du hast den kaputt gemacht. Nein. Falscher Traktor. Niemals. Ich bin unschuldig. Wer von uns beiden wollte mich töten? Du oder ich? Töten! Nee, die ist für mich. Ich habe sie selber gemacht. Vergiss es, ich wette mit dir, das hat Jana für dich gemacht. 100 Pro. Ich schlafe schon im Separé, das soll ich. Ich schlafe schon im Separé. Ab morgen ist das vielleicht auch ganz wertvoll. Das stimmt. So, da vorne habe ich ja, da war ja. Da war ja voll. Mal sehen. So, jetzt muss ich mich ja dann doch einmal drehen. Ja. Was? Sie sind mir hier im Weg, junge Frau. Ja. Ja, Sie fahren aber auch, ne? Das ist wirklich. Ich fahre Ihre Linien. Die sind wunderbar. Oh, einfahren, das triggert. Ja, das mich triggert sowas auch. Warum? Ach, das Rohr rein. Mach das Rohr rein. Röhrig. So. Ja, genau. Ich kann nicht mit VCA fahren, weil Feld schief ist. Nein, eigentlich ist ja Manu schuld, aber sie sieht das ja wieder nicht so. Wieso, ist doch wunderbar gerade hier. Alles entzückend. Nein. Also, das mache ich auch ganz gerne ohne. Da brauche ich jetzt nicht VCA zu. Ja, wäre ja das auch noch mit dem Dingens hier. Ah! Ist auch gar nicht. Da! Boah. Was? Weib! Warten! Du wärst gerade gegen deinen eigenen Traktor gefahren. Ich ernte hier. Ich arbeite sehr hart. Das wollen wir mal festhalten. Guck mal, wie gerade, sag mal, Nico. Gib mir mal recht, Nico. Wieso, ist das nicht gerade? Also nee, also doch. Also beim Dreschen könnte man wenigstens geradeaus fahren, ohne Pilze. Aber ich fahr doch geradeaus. Nicht? Weiß nicht. Also für mich ist das geradeaus. Die Linien sind doch gerade. Ja. Also. Ja, oder? Ja. Ist auch ein paar so hier. Solltest vielleicht deine Brille doch mal biegen, oder? Ja, du, ich arbeite sehr hart. Also. Es ist gerade im Auge von Manus Betrachtung. Ja, stimmt. Es liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ja. Also. Scheiße. Oh, wieder. Ich arbeite wirklich hart. Sehr, sehr. Ich habe nie was anderes behauptet. Na, ich weiß nicht. Du bist eine sehr fleißige Arbeitsdrohne. Drohne? Schön. Toll. Jetzt bin ich aufgebaut. Du Drohne, du. Das ist unglaublich. Das heißt aber nicht Arbeitsdrohne, sondern Arbeiterdrohne, ne? Meine kleine Sumsel. Sumsel. Naja. Sie ist ein fleißiges Bienchen, ja. Früher haben wir in unseren Heftchen
Also nicht in den Häftchen. Den Sticker klatsche ich dir auf die Stirn. Woher wusstest du, dass ich das sage? Heute bist du mir aber unheimlich, du. Heute bist du mir unheimlich, dann ehrlich. Dann hast du das Leitbietchen auf deiner Stirn getackert. Echt? Heute bist so du mir echt unheimlich. Woher weißt du, was ich sagen will, Mann? Schöner Blitzstift und dann zack, auf die Stirn getackert, ey. Das macht Mutti Spucke. Oder darfst du ja richtig schön angelutscht, ey. Oh. Ja, wie war einmal angeleckt. Ja. Ja. Tipptopp-Topografie der Linie ist gerade. Das liegt nur an den Höhenunterschieden im Feld. Genau. Ganz klar. Ganz klar. Oh, einmal schlabbern, bitte. Am besten noch von so einem Hund, wo der Geiger so runterläuft. So. Und dann gibt's das Fleißbienchen auf die Stirn geklatscht. Oh, Gott. Ja. Ich glaube, meine Fanta, die macht mir hier schon wieder ganz schön Strich durch die Rechte. Ja, glaube ich auch, du. Manu hat das Ganze... Nein, Manu hat Fische. So. Bienentrauma? Das kommt jetzt ja zusätzlich zu dem Pilztrauma, oder was? Ist doch bestimmt schon wieder voll, das Und Ding die Erde gleich. Ist ja auch eine Krümmung, natürlich! Eben, das merkt man hier auch alles sehr Weißt stark. Du, der eine sagte mal, ist eine Kugel, der andere sagte mal, ist eine flache Scheibe. Die Erde ist eine Krümmung, ist so. Ja. Ist so, Arkan, ja, du hast ja, so Mann. Recht. Pack den Aluhut aus, los! Ja! Wir müssen hier mal Beweise antreten. Ich habe mal eine andere Frage zu Rentschsim. Gibt es noch, dass der Bär im Baumarkt angreifen tut? Letzter Stand, mein letzter Stand, ja. Was für ein Bär? Der Bär im Baumarkt. Der Bär im Baumarkt? Baumarkt. Ja. Rennsimulator, das Spiel, was du nicht mehr mitspielst. Ja, ich erinnere mich. Das Spiel, was du... Ja, der ist bestimmt noch da. Aber du kannst ihn erschießen. Ne? Wir haben den noch erschossen. Das haben wir Erde, eine gekrümmte Scheibe. Ja, natürlich. Ja. Das ist Mobbing, das ist Erdshaming, oder was? Nico, das ist Erdshaming. Nicht Mobbing, das ist Erdshaming. Kann ich ja nicht bei den Hühnern auch was reinkippen? Wo sind denn die? Da. Oh, warte, nicht lang, fahren, nicht lang. Fahr doch da lang. Oh. Ah, diese Frau, ich hab gesagt, warte, ich fahr rückwärts. Aber ich muss doch... Was machst du denn da? Warum fährst du rückwärts? Weil ich... Machst du die Ballen rückwärts, oder was? Wo ist denn der... Ich muss den mal... Worüber fahre ich gerade? Oh, Mann. Oh, Worte. Oh, nee. Ich kann nicht arbeiten. Oh mein Gott, ey. Oh, wei. Oh, Gott, ich sag doch, professionelles Gameplay kannst du bei uns vergessen. Das hab ich doch gesagt. Hab ich gleich von vornherein gesagt. Was hat hier so mit dem Rohr? Ich würde. Pass auf, das passt jetzt nicht. Ich hab. Also, es geht noch da rein. Oh mein Gott. Ey. Kann man
das auch in die Hühner schütten. Erde, eine Scheibe, die von vier Elefanten getragen wird, auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte steht. Ja, das kenne ich irgendwie, ja, ne? Ich kann nicht mehr. Oh, Mann, echt jetzt. So. Geht das? Weiß das wer? Kann man das... Oh, was ist denn das? Kann man das so in den Hühnerstall auch machen? Wenn man das da... Kann man das? Weißt du das? Was willst du jetzt? In der Silo füllen? Ja, natürlich. Meinst du? Ja, man kann das in den natürlich kannst du das in den Dings... In der Silo füllen. Scheibenweltromane, genau, Elin. Genau, Scheibenwelt. Ich hab, ja. Friedhelm hat jetzt ja geschrieben, schon zweimal. Zweimal. Ich, Philipp das, auch. Ja, wenn das gleich voll ist, probier. Weißt du liest die ganze Zeit Chat, ne? Aber dann, wenn da 10.000 Mal Ja steht, das liest er nicht. Ja, das habe ich nicht gesehen. Oh, was macht der hier? Der hat hier abgeschaltet. Ja, dann solltest du vielleicht mal das anschalten. Warum macht der das? Oh, weißt du, wie viel Stroh du jetzt gerade verschenkt hast? Da wird eine ganze Kuh nicht satt. Eine ganze Kuh. Das war höchstens ein Bein. Jetzt kommt da gar nichts mehr raus. Doch. Nee. Oh, wer dich zum Freund hat, der braucht echt keine Feinde, du. Kann mich mal jemand hier rausholen? Du bleibst schön hier. Ich befürchte so. Ich muss eine neue Stellenausschreibung machen. Unglaublich. Unglaublich. Ich heul schon wieder. So. Jetzt müssen wir mal gucken. So. Das sieht das schon mal sehr gut aus, ja, alles. Wenn hier draußen los, ehrlich. Die wollen dich holen. Ja. Bei der Fahrweise ist das auch mehr als verständlich. Ach Gott, nee. Ja, Sigi, genau. So? Hey, Adrina Separe jetzt. Ja, ich glaube auch. Du bist froh, wenn da gibt's noch mehr, die froh sind. Du willst doch nicht etwa die arme kleine Manu entlassen. Also, klein, gebe ich dir recht. Arm, sie hat doch viele Freunde. Boah. Kann sie ja Siki fragen, dann ist sie nicht mehr arm. Ja. Genau. Aber lieber arm dran, wie arm ab. Ja. So. Nein, ich würde sie niemals entlasten. Nee, genau. Glaube ich auch. Das Personal von heute spinnt sowieso. Also, Kai, das kannst du vergessen. Ich habe jetzt eine Kurve gefahren. Du hast eine Kurve gefahren. Ja, ich habe. Verarsch mich nicht. Du hast das Lenkrad gefunden. Ja, genau. Ich bin so gut ausgebildet. Das ist, muss man mal festhalten. Ja, was? Ja. Was? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja. Gut ausgebildetes Fachpersonal. Ja, da war was. Stimmt. Ja. Das ist. Frag mich, wann das anfängt. Das ist unfassbar. Kurve ist das, wo Ecke sich biegt, genau. Und mein Manus fällt und krümmt vor Lachen. So, okay, also. Jetzt werden wir das mal so. Am besten und mit der so. Schrotze. Und jetzt werden wir das noch nicht, wie wir das machen. Das müssen wir auch drehen. Weil Rohr ist auf meiner Seite. Und das geht wirklich, ja? Jaha. Ja, sagst du's. Jaha.
Ja, wo ist denn hier Rohr? Du musst den Trigger treffen. Den Trigger treffen, also treffen. Du musst den Trigger treffen, dann funktioniert das. Der fährt das Rohr nicht aus. Frag die Jungs danach. Jungs? So. Schön über den Trigger, schön über den Trigger. Das ist der Trigger. Da, guck. Hallo. Das die war's? Hat die Welt entdeckt, ist das nicht toll? Ja, das war alles. Ja gut. Rest, die hat die Welt entdeckt. So, jetzt fahren wir hier lang. Die haben Hühner ertrunken am Korn. Ja, genau, Vicky. Halt! Nein, nicht doch. So. Du musst die Schaufel noch leer machen, denk dran. Da ist nichts drin. Ist da was drin? Du hast doch vorhin was da reingekippt, oder nicht? Also es sah so aus, aber ich glaube nicht, dass da was reingegangen ist. Ich wünsche, dass du das überprüfst. Aber natürlich. Oh, warte, ich muss erstmal. Das heißt sehr gerne, Andrina. Oh weia. Boah, wir kommen selber hoch, weißt du das? Das verursacht mir selbst schon Brechreiz. Ja, es verursacht so ein leichtes Wirren. Ja. Aber bei mir selber, das ist wirklich schlimm. Als würde ich das sagen, echt so. Nein, wo bin ich denn jetzt hier? Warum steht dein Traktor da hier so im Weg? Ich befürchte, weil du den da hingestellt hast. Nein. Oh Gott. Da ist nichts drin. Also... Das ist aber Argon sagt, da ist nichts drin. Nichts in der Schaufel.